Hallo und herzlich willkommen. In den letzten Tagen häufen sich die Nachrichten über unaufhaltsame Aggressivität chinesischer Diplomaten in mehrere Länder. So drohte zum Beispiel der chinesische Botschafter in Kanada. Falls die kanadische Regierung geflüchteten Hongkonger Bürgern Asyl gewähre, sei die Sicherheit der 300.000 Kanadier, die in Hongkong leben, gefährdet. Währenddessen haben zwei chinesische Diplomaten in Fidschi einen taiwanischen Diplomaten krankenhausreif geschlagen. Und auch Washington erreichen Drohungen aus Peking. Es heißt, dass den in China lebenden Amerikanern Inhaftierung drohe, wenn die US-Regierung strafrechtlich gegen chinesische Wissenschaftler vorgeht. Wissenschaftler, die in den USA wegen Visabetrugs oder Industriespionage angeklagt worden sind. Damit hat die Aggressivität von Chinas Wolfskriegerdiplomatie eine neue Stufe erreicht. Was den Bürgern in anderen Ländern passiert, könnte Deutschen ebenso widerfahren, die in Festlandchina oder in Hongkong leben. Und da in den deutschen Medien kaum etwas über dieses Thema zu finden ist, habe ich für euch die neuesten Informationen zusammengestellt. Mehr dazu gleich. Aus Angst vor Festnahmen haben viele Hongkonger in den letzten Monaten ihre Heimat verlassen. Sie haben alle im vergangenen Jahr an Protestaktionen gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz teilgenommen. Nun fürchten sie die Rache durch die kommunistische Führung Chinas. Viele von ihnen sind nach Großbritannien und Taiwan geflohen, viele nach Kanada. In Kanada leben ohnehin schon 500.000 Hongkonger. Etwa 60 kanadische Parlamentarier haben neulich an die Regierung appelliert, einen sicheren Hafen für die Flüchtlinge aus Hongkong zu schaffen, in dem ihnen eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung angeboten wird. Chinas Botschafter in Kanada reagiert darauf mit einer öffentlichen Drohung. Auf einer Videopressekonferenz anlässlich des 50. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Kanada forderte Zhong Pei-Wu die kanadische Regierung auf, den Demokratieaktivisten aus Hongkong kein politisches Asyl zu gewähren, wenn Ottawa die Sicherheit der 300.000 in Hongkong lebenden Kanadier nicht in Gefahr bringen möchte. Eine kaum verhüllte Drohung, die großen Unmut in Kanada ausgelöst hat. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wurde oft kritisiert, dass er Peking gegenüber zu nachgiebig ist. Diesmal kritisiert er Chinas Nötigungsdiplomatie in ungewöhnlich scharfen Tönen. Er sagte, seine Regierung werde sich trotz der Drohungen laut und deutlich für die Menschenrechte einsetzen. Chinas Botschafter Zhong argumentiert mit den üblichen Floskeln. Bei der Hongkong-Frage oder der auf Xinjiang bezogene Frage gehe es nicht um die Menschenrechte, sondern ausschließlich um die innere Angelegenheiten Chinas. Der Vorsitzende der Oppositionspartei in Kanada, Erin O'Toole, forderte Chinas Botschafter auf, sich zu entschuldigen. Andernfalls soll er ausgewiesen werden. Seine Position hat große Resonanz unter der Bevölkerung gefunden. Seit der Verhaftung der Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, Meng Wanzhou, durch die kanadische Polizei, ist die Beziehung zwischen Kanada und China sehr angespannt. Wenige Tage später hat Peking zwei Kanadier, Michael Kovrig und Michael Spavor, aus Rache festgenommen. Michael Kovrig ist ehemaliger Diplomat und Mitarbeiter der Denkfabrik International Crisis Group. Nun bezichtet Peking ihn der Spionage. Und der Unternehmer Michael Spavor organisiert Reisen nach Nordamerika. Er wird nun der Spionage und der Weitergabe von Staatsgeheimnissen an das Ausland beschuldigt. Beide Kanadier sitzen immer noch in China in Haft. Im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr sind zwei andere Kanadier wegen Drogendelikten zum Tode verurteilt worden. Solche Vergeltungsakte sind nicht unüblich in China, doch gleich mit der Sicherheit von 300.000 in Hongkong lebenden Kanadiern zu drohen, ist etwas Neues. Jedoch kein Einzelfall, denn auch die USA haben solche Drohungen erhalten. Laut US-Medien haben chinesische Beamte der Trump-Regierung mitgeteilt, Chinas Sicherheitsbeamte
könnten amerikanische Staatsbürger, die in China leben, jederzeit festnehmen, wenn das US-Justizministerium strafrechtlich gegen inhaftierte chinesische Wissenschaftler vorgehen würde. Seit Juli dieses Jahres sind mehrere chinesische Wissenschaftler in den USA wegen Visabetrugs oder Industriespionage festgenommen worden. In einem früheren Video haben wir über die Wissenschaftlerin Tang Juan und ihren militärischen Hintergrund gesprochen. Sie hat sich vor der Verhaftung mehrere Wochen lang im chinesischen Konsulat in San Francisco versteckt. Wer sich dafür interessiert, kann sich das Video mal anschauen. Den Link setze ich nachher unten in die Beschreibung. Amerikanische Beamte nehmen Pekings Drohung sehr ernst. Bereits im Juli dieses Jahres riet das amerikanische Außenministerium seinen Bürgern von Reisen nach China ab. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen erhöhter Risiken für willkürliche Inhaftierungen in China. Laut US-Außenministerium drohen Bürger den Vereinigten Staaten Verhör und Inhaftierungen aus Gründen der sogenannten Staatssicherheit. Australien und Kanada haben ebenfalls Reisewarnungen herausgegeben. Auch sie befürchten willkürliche Inhaftierung oder Ausreiseverbote ihrer Staatsbürger in China. Peking wird immer aggressiver, seine Diplomaten auch. Gestern hat das Außenministerium Taiwans bestätigt, dass zwei chinesische Diplomaten in Fidschi ein Mitglied der taiwanischen Delegation angegriffen haben. Am 8. Oktober feierte die taiwanische Vertretung in Fidschi den Nationalfeiertag Taiwans in einem Hotel mit dem ehemaligen Premierminister und ehemaligen First Lady von Fidschi. Anwesend waren auch einige Abgeordnete und Geschäftsleute, die taiwanfreundlich sind. Dann tauchten wohl zwei chinesischen Diplomaten uneingeladen auf und machten Fotos von den Gästen. Ein Mitarbeiter der taiwanischen Vertretung hat die beiden chinesischen Diplomaten aufgefordert, den Raum zu verlassen, um die Identität der Gäste zu schützen. Daraufhin wurden die chinesischen Diplomaten handgreiflich. Der taiwanische Mitarbeiter erlitt eine Gehirnerschütterung. Laut Medienberichten hat die Polizei von Fidschi nichts unternommen, weil sich die chinesischen Diplomaten auf ihre Immunität berufen hätten. Als ein Journalist der AFP den Sprecher des chinesischen Außenministeriums zu dem Vorfall befragte, antwortete dieser, dass es in Fidschi überhaupt keine taiwanische Diplomaten gäbe. Warum verhalten sich die chinesischen Diplomaten immer aggressiver und riskieren damit ihr Image? In den 80er Jahren, als Chinas Öffnungspolitik gerade eingeführt wurde, wussten die Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas, dass sie in der Welt nicht besonders willkommen sind. Ihre damalige Politik war, sich zu ducken, um einen friedlichen Eindruck zu hinterlassen. Mit der Zeit glauben die Menschen im Westen, dass sich die Kommunistische Partei Chinas tatsächlich geändert habe. Es sei nicht mehr die furchterregende Partei des Leninismus und Stalinismus. Doch viele haben vergessen, dass die Kommunistische Partei Chinas in ihrem Anfangsstadium nichts anderes war als eine Räuberbande. Geiselnahme, Tötung und Drogenanbau gehörte zu ihrem Alltag. Der Kampfgeist und die Bereitschaft zur Gewalt sind geblieben. In den vergangenen 30 Jahren hat China zahlreiche ausländische Unternehmen erfolgreich ins Land gelockt. Damit hat Peking ein vielversprechendes Druckpotenzial aufgebaut. In der Geschichte war es üblich, dass ein Siegerland einen Prinzen des Verliererlandes als Geisel nimmt, um den Druck auf das Verliererland aufrechtzuerhalten. Heutzutage hat sich das Bild des Geiselprinzen geändert. Die großen Konzerne, vor allem die der Schlüsselindustrie eines Landes, wie zum Beispiel die Autoindustrie Deutschlands, treten unwissend an die Stelle des Prinzen. Sobald die Beziehungen zwischen ihrem Heimatland und China sich verschlechtern und die Wirtschaftspartner zu Feinden werden, bekommen sie das zu spüren, was früher der Prinz im Land des Feindes erleiden musste. Die KP Chinas scheint fest davon überzeugt zu sein, dass sie inzwischen genug Druckpotenzial hat, um ein anderes Land anhand seiner Wirtschaftsinteresse unter Druck setzen zu können. Deshalb werden die Wolfskriege Diplomaten Chinas immer lauter und aggressiver.
Hongkong, Xinjiang, Tibet, Taiwan und Falun Gong. All das sind Reizwörter für Peking. Wer die Menschenrechtsverletzungen in China anprangert, muss mit Attacken des Roten Drachen rechnen. Für die Opfer der Menschenrechtsverletzungen in China gab es allerdings zwei gute Nachrichten aus Deutschland. Die erste, eine 22-jährige Studentin aus Hongkong floh nach Deutschland und bekam letzte Woche den Flüchtlingsstatus für 3 Jahre. Und zweitens haben die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen am 15. Oktober in einer gemeinsamen Erklärung die Menschenrechtslage in Hongkong, Xinjiang und Tibet kritisiert. Die Außenminister dieser 3 Länder sind ernsthaft besorgt über die Menschenrechtssituation in China, einschließlich der Entwicklungen in Hongkong und der Behandlung von Angehörigen ethnischen und religiöser Minderheiten, insbesondere in Xinjiang und Tibet. So stand es in der Erklärung. Ehrlich gesagt ist das keine scharfe Kritik. Die Kritiker dürfen in naher Zukunft gerne etwas lauter werden, so wie sie es in Kanada, Australien und den USA bereits sind. Und wie man sieht, scheut sich die Kommunistische Partei Chinas nicht davor, Druckmittel anzuwenden. Auch Deutschland kann dies passieren. Verschlechtern sich einmal die Beziehungen zwischen den beiden Ländern, könnte das chinesische Regime ebenso mit der Sicherheit der in Festlandchina und in Hongkong lebenden deutschen Staatsbürger drohen. Also falls ihr Verwandten, Freunde oder Bekannte habt, die in China arbeiten, oder Kinder habt, die vorhaben, dort Chinesisch zu lernen, hoffe ich, dass euch die Informationen in diesem Video behilflich sein werden, um die derzeitige Lage besser einschätzen zu können. So viel erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch mein Video gefällt, gebt dem Video bitte ein Like, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.